Hallo Leute, willkommen bei Daphnas Dschungelabenteuer, einem Sims 4 Let's Play. Dies ist Teil 20. Ja, machen wir erstmal diesen Tempel fertig. So wie es aussieht, hat sie da gerade dieses Portal. Nein, sie hat das Portal noch nicht geöffnet. Okay, dann gucken wir mal, ob sie hier schon was rausgefunden hat. So. Ah, weiter untersuchen muss sie. Das wurde bereits untersucht. Okay. Gut, das geht gar nicht. Und dieses hier... Ja, prima. Für Tempelgefahren verantwortlich machen. Da hat sie ja eine sichere Nummer. Das ist doch prima. Super gut. Ja, okay. Gut, dann kannst du mal hier hingehen. Und lieber Ivan, du könntest die Zeit vielleicht nutzen, um hier ein bisschen auszugraben. So, und die Daphne könnte hier... Oh, Jenny ruft an. Nee, Jenny, wir haben gerade keine Zeit. Wir sind in einem Tempel. Öffne mal diese Schatztruhe. Oh, Daphne wurde mit einer persönlichen Sonne beschenkt. Die finde ich immer sehr nett, die persönliche Sonne. Sie hat ein Artefakt und Abenteuerausrüstung herausgenommen und in ihr Inventar gelegt. Das ist schön. Dann untersuch mal dieses hier und ich guck mal, was für ein Artefakt das wohl sein könnte. Irgendwas mit einem Neusymbol dran. Vielleicht dieses da. Ja, eine nicht authentifizierte omiskanische Statue. Das sieht aus wie das Neueste. Man müsste hier drin sortieren und suchen können und so. So. Oh, na hat sie ein Glück. Daphne hat herausgefunden, dass das Tor mit diesem Mechanismus geöffnet werden kann. Dann bau mal die Baumglyphen zusammen. Ja, anscheinend wird sie jetzt schon besser. Oder vielleicht ist es einfach nur Glück. Ah, und Ivan, du darfst, wenn du das ausgegraben hast, danach gleich dieses ausgraben. So. Okay, ja, dann geh du mal hier rein. Dann gucken wir mal, was wir hier jetzt haben. Ist das hier offen? Ja, sieht so aus. Das war's dann, glaube ich, schon. Ja, prima. Dann öffne mal hier diese Truhe. So, ich pirsch mich hier mal an. Um den obligatorischen, wir öffnen die Supertruhe, Screenshot zu machen. Okay, mit Sonne. Jawohl. Ja, die Tempelforschung ist abgeschlossen. Geld hat sie gekriegt. Und mal gucken, was da drin war. Ja, wieder so ein super teure Kalenderplatte. Schick. Die gefallen mir fast am besten. Jetzt gucken wir mal, was sie von den teuren Dingern noch hat. Noch eine andere Kalenderplatte. Und hier so ein Frosch. Den könnten wir eigentlich verkaufen, damit die Rechnungen nicht so teuer werden. Wo willst du hin? Ah, zu deinem Süßen. Das ist in Ordnung. Geh du ruhig mal zu deinem Süßen. So. Ja. Also jetzt hat sie hier 49.000 Simoleons. Dann hat sie ja noch diese beiden Platten, aber wenigstens eine davon würde ich gerne behalten. Ja, ja, küsst euch mal ein bisschen. Freut euch, dass ihr was gefunden habt. Denn ich habe Daphne und Ivan nämlich schon ein Haus gebaut. Und das kostet, glaube ich, 65.000 Simoleons. Und so viel müssen sie halt dann insgesamt zusammengekriegt haben. Sie hat ja schon ein Haus, das kann sie dann natürlich verkaufen. Aber ich hätte natürlich auch gerne, dass sie noch ein bisschen was übrig behält. Jetzt gucken wir mal. Ah, sie hat also ihre 5 omiskanischen Schätze gefunden, 3 seltene omiskanische Schatztruhen geöffnet. Sie muss jetzt nur noch 3-mal ein mystisches Relikt aktivieren. 2 von 5 Malen hat sie schon, bleiben noch 3 übrig.
erschreckst du jetzt wegen dem Skelett? Begrüß ihn doch mal freundlich. Oder mach ein von Herzen kommendes Kompliment. Ja, oder umarm deinen Süßen. So, Ivan, hier ist noch so ein Ausgrabedings. Das könntest du vielleicht gerade noch mal mitnehmen. So. Ja, also unsere Pflichttempelbesuche, die haben wir erledigt. Und theoretisch müsste das Geld auch schon reichen. Vor allem, wenn sie diese ganzen Sachen hier nochmal authentifiziert und verkauft. Wir müssen jetzt nur noch Relikte aktivieren. Du willst ein Nickerchen machen? Ja, mach du ruhig mal ein Nickerchen. Aber wenn der Ivan hier fertig ist, dann gehen wir nach Hause, also in unser Ferienhaus. So. Ja. Grab mal schön. Ja, grab mal schnell fertig. Dann gehen wir nach Hause und dann kannst du auch pinkeln gehen. Ja, du schaffst das. Am besten schön beeilen. Leider steht hier nicht, wie lange es dauert. Ja, mach nochmal ein Foto davon, das ist gut. Und dann zieh irgendwie ein interessantes Relikt raus. Ja, so eine Statue wäre nicht schlecht. Hey. Jawohl, jetzt hat das wohl geschafft. Okay, dann fahren wir jetzt ins Ferienhaus. So. Hierhin. Beide zusammen, genau. Ja, und dann können sie sich erstmal wieder frisch machen und so. Und dann, ja, müssen sie noch die Relikte aktivieren. Also, Daphna muss die Relikte aktivieren. Oh, es ist schon wieder Abend. Okay. Ja, kümmere dich mal um deine Blase und um dein Essen. Und Daphna, du kümmerst dich um dein Essen. Ah, und sie hat jetzt hier die Sonne, dann kann sie das andere Relikt nicht aktivieren. Das ist ja mal wieder blöd. Aber vielleicht können wir... von einem Fluch könnten wir sie befreien bei dieser Dame. Aber können wir sie auch von dieser wunderbaren Sonne befreien? Also diese Statue da in der Stadt. Tja, 2 Tage lang. Das ist jetzt in diesem Fall ungünstig. Mal gucken. Relikt. Das wollen wir nicht aktivieren, das Totekayama Chaos Relikt, weil das irgendwie Probleme macht. Und dieses hier aktivieren geht nicht, weil sie bereits eine Gunst empfangen hat. Tja. Und ich habe auch noch eine Idee, wie wir ihr noch ein tolleres Relikt verschaffen können. Aber dazu lasse ich sie jetzt erstmal essen. Und dann gucken wir mal, ob es am Marktplatz noch aktive Händler gibt. So müde ist sie jetzt ja noch nicht. Geh du mal zum Marktplatz. So. Ja, hier hingehen. Da hingehen. Und jetzt gucken wir mal, ob sie da Respekt... Sie kann Respekt erweisen, aber sie kann nicht diese Sonne loswerden anscheinend. Dann müssen wir da 2 Tage rumbringen, sozusagen. Und mal gucken, wir können hier bei ihr vielleicht was kaufen. Zubehör und Geheimware. So. Weil ich brauche eine Wächterbasis. Und die habe ich nämlich nicht, oder? Sensemann Reliktbasis. Die ist es nicht. Weitersuchen. Und das ist die Chaos-Reliktbasis. Nee, und ich will eine Wächter-Reliktbasis. Und dann will ich diesen Balampalso-Relikt mit der Wächter-Reliktbasis und einem schicken Stein veredeln. Also, was hat sie da noch für Steine? Da, so ein Alexandrit. Und dann kriegt man damit nämlich Geld. Oh, Supoma. Wogrichab?
Warba. Ja, jetzt gucken wir mal. Hab ich kürzlich in einem anderen Let's Play gesehen, dass man diese Basisdinger hier kaufen kann, wenn man selvadorianische Fähigkeit 5 hat und die Geheimware kaufen kann. So. Such, such. Hier ist schon mal ein tote Kayama-Relikt. Das ist nicht das, was wir wollen. Und Wächter-Relikt-Basis. Nicht mal teuer. 57 Simoleons. Okay. Das war's dann schon. Ja. Lassen wir sie das hier zusammenbauen. Ach nee, geh einfach mal zurück zu deiner Unterkunft. Und was ich gerade auch dachte, wir könnten dieses mit dem Skelettdiener am Ivan ausprobieren. Weil es muss nicht. Aber warte mal. Bleib mal kurz hier. Geh nochmal zurück. Weil wir könnten auch dieses. Nee, das kann sie wohl nur auf sich selbst aktivieren. Das ist aber schade. Und dieses hier aktivieren bei. Ich denke mal, das ist eher ein schwaches. Und hoffen wir mal, dass ihr nichts Schlimmes passiert. Sie kann ja im Zweifelsfall jeden Fluch hier bei ihr loswerden. Okay. Und was ist hier passiert? Hoffentlich nichts Schlimmes. Ah, sie hat geisterhafte Visionen von selvadorianischem Essen. Okay, ich denke mal, damit kommt man halbwegs klar. Und jetzt hat Daphne einmal mehr ein mystisches Relikt aktiviert. Wenn das nicht so schlimm ist, läuft hier nicht noch jemand rum? Ah, sie ist auch schon so müde, die Daphne. Na, dann warten wir bis morgen. Weil ich denke, das kann man noch mal jemandem zumuten. Ich hatte auch gehofft, dass das eher so was Harmloses ist. So, hier ist die Kirche, dann ist hier das Ferienhaus. Gehen wir zum Ferienhaus und dann darf sie sich auch mal hinlegen. So, jawohl, schlafen. Okay. Und ich mach's mal schneller, dass er da hinflitzt. Ja, habe ich gesagt, was man mit diesem Balsam-Palo-Wächter-Relikt kriegt, da kriegt man Geld. Ja, wie nett, die kleinen Wichtelmänner kommen und reparieren alles. Das finde ich sehr gut. Darum habe ich das auch diesem Haus gegeben, weil das ist ja schon praktisch. Ivan, du bist munter? Ja, dann könntest du hier einfach mal tätig werden. Leg mal ein Artefakt frei. Dann lernst du auch was mit der Archäologie. Und da wollen wir ja schon noch einige von den Dingern verkaufen. Also übrigens, das Haus, was ich für Daphne gebaut habe, das ist weitgehend so im Dschungelstil, aber in Windenburg. Auf meinem Lieblingsgrundstück. Mein kleines Lieblingsgrundstück. Okay, Daphne ist immer noch am Schlafen, aber jetzt könntest du eigentlich aufstehen. Erstmal eine Dusche nehmen und dann was essen. Gibt's hier noch was? Jawohl. Und was macht der Ivan? Der schwimmt und will dann was grillen. Ja, soll der ruhig mal was grillen? Oder ich glaube, wir haben noch sehr viel im Kühlschrank. Mal gucken. Öffnen. Ja, alles voll mit gegrilltem Essen. Gut. Und er kann das wohl noch nicht selber authentifizieren. Darum geben wir das mal der Diana. Und dann kann er später noch eins authentifizieren. Der Daphne.
So. Ich guck mal, ob man hier an ihm dieses Relikt mit dem Sensenmann, wo man einen Sensemann-Diener kriegt, anwenden kann, aber ich glaube nicht. Sonst könnte man das ja auch hier über das Relikt selber machen. Das ist schon schade, weil das würde ihn ja nicht stören, wenn er hier vorübergehend einen Sensenmann-Diener hätte. Und Daphna kann es halt zurzeit nicht an sich anwenden. Aber Daphna kann dieses Relikt zusammenbauen. Ja, esst du erstmal, Flotti. Und dann bauen wir dieses Relikt zusammen. Dieses Balsam-Palo-Wächter-Relikt. Jetzt ist er fast fertig mit Essen. Gut. Dann komm mal raus, dann können wir das nämlich besser sehen. Und dann suche ich das mal. Jawohl. Ja, du kannst das Essen in die Tasche stecken. Fusionieren mit Wächter-Relikt-Basis. Jetzt klappe ich hier mal die Wände hoch und so weiter, damit ich dann einen schönen Screenshot hinkriege. So. So. Besser nicht ganz so nah, weil die werfen das dann ja immer irgendwie hoch. Ja. Oh, na toll, na toll. Klasse, klasse. Da bereitet man sich schön vor und denkt, ah, jetzt ist alles bereit für einen wunderbaren Screenshot. Und dann dreht sie sich einfach um. Erstmal muss ich mal diesen Teller wegschmeißen. Der macht ja irgendwie ziemlich viel Gestank. Gut. Und jetzt drehen wir sie uns mal so hin, wie wir sie gern hätten. So. Und jetzt mache ich jetzt schon mal einen Screenshot. Ja, ja. Ups. Jawohl. Sehr schön, sehr schön. Okay. Gut, und jetzt müssen wir da einen Kristall drauf basteln. Wo haben wir das? Balsam-Palo-Wächter-Relikt. Kristall einsetzen. Oh, den muss ich erst noch verfeinern. Lauf mal nicht davon. Na gut, um deinen Süßen zu küssen, darfst du immer davonlaufen. Alexandrit. Ja, und wenn sie mit den ganzen Sachen fertig ist, dann suchen wir hier auch noch einen Streuner. Aber in letzter Zeit habe ich wenig Streuner gesehen in Selvadorada. Da müssen wir uns mal eine Weile so am Marktplatz aufhalten und da ja, rumsitzen und rumlungern und dann werden wir vielleicht schon ein paar schöne Tiere sehen. So, machst du mal ein bisschen schneller. Jawohl. So ein schöner Kristall und der wird dann zu so einem kleinen Ding zusammengeschustert. Aber er ist dann noch mehr wert. Ein Kristall einsetzen darf... Ah, den müssen wir ihr ins Inventar stecken. Okay, und jetzt Kristall einsetzen. Jawohl. Komm, Daphna. Mach das mal. Jawohl. Ja. Okay, und jetzt könntest du das vielleicht auf deinem Süßen anwenden. So, hier, ja, mal gucken. Aktivieren bei Ivan Cuevas. Wie sie immer alles Mögliche zwischendurch macht. Aber so sind sie halt. Sie haben halt ihren eigenen Kopf, die Sims. So, jetzt gucken wir mal. Hier unten müssen wir gucken, wie viel Geld reinkommt. Jawohl. Hokus Pokus, Fidibus. Okay, er ist jetzt 500 Simoleons. Sehr gut. Der Geist von Balsam Palo hat Ivan mit einem großen Betrag Simoleons beschenkt. Was er mit dem Geld tut, bleibt abzuwarten. Ja, also so wie ich das gehört habe, kriegt man dann immer mal wieder Geld.
Aber ich weiß nicht, ob über welchen Zeitraum und so weiter. Hier hat er auch keinen Moodlet gekriegt. Okay, ich denke mal, wir haben jetzt die viermal. Dann muss sie nur noch warten, bis die Sonne weg ist und dann kann sie ihr fünftes, also bis ihre persönliche Sonne weg ist, kann sie ein fünftes Relikt aktivieren. Sie ist recht grün, der Iwan auch. Leutchens, wir gehen noch mal in den Dschungel, aber erst in der nächsten Folge, denn da habe ich noch was mit euch vor. In der Zwischenzeit könnt ihr noch mal kurz den Garten bewässern. Ja, und zwar will ich nicht in den Tempel gehen, sondern woanders hin. Okay, gut, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!